Kur macht sie natürlich schon. Noch ein? Ich glaube, vier Stück müssen da gebohrt werden. Ja, ja, ich hab's gehabt. Vier Stück. Schauen uns eben noch mal die nächsten Aufträge an. Genau, dann wird gegossen. Genau, die Dinger werden ausgegossen. Korrekt. Und dann brauchen wir Fertigwände. Das ist alles nicht so weit weg. Das stimmt wohl. Okay. Muss ein Riesengebäude werden, ne? Ja, wenn da schon so Stabilisationen noch reinkommen. Bestimmt nichts Kleines, Herr Hoxton. Das denke ich auch. Was auf so vier Säulen steht, was jetzt noch ausgegossen wird gleich. Schon der Hammer. Können Sie sich noch daran erinnern, wie wir das erste Mal mit dem Teil gearbeitet haben? Ja. Und wir nicht gewusst haben, wie wir die Erde vom Bohrer wegkriegen? Ja. Oh Mann. Das waren Zeiten. Das stimmt. Ich glaube, da kommt noch ein. Eine Bohrung kommt da, glaube ich, noch in der Mitte. Meinen Sie? Ja, ich glaube schon. Habe ich so ein Gefühl. Ich bin mir nicht sicher. Hey, Gießen. Ja. Jetzt heißt es Gießen. Und wolltest du oder soll ich gießen? Nee, du kannst, wenn du möchtest, kannst du machen. Ja, gut. Chefin, soll ich noch mal gucken, ob wir das Drehbohrgerät noch mal brauchen? Ja, gucken Sie mal nach. Schau mal nach, weil ansonsten können Sie nämlich einlagern. Ja. Vier? Nö. Fünf? Nö. Sechs? Nö. Sieben? Nö. Besorge zwei Schubcontainer von der Baustelle und transportiere die Ladung im markierten Bereich in den Hafen. Nö. Nö. Auch nö. Nö, da wird gegossen. Auch gegossen. Baggern. Und dann müssen wir nochmal 30 Kubikmeter Erde zum Kieswerk bringen. Und 14? Nee. Also können Sie einlagern? Ja, ich habe verstanden, Herr Hoxton. Der Finn lagert ein. Geht aber eine Menge rein, wa? Ist das schon voll? Mhm. Echt? Ja, die gehen nicht ganz, die werden nicht ganz voll. Boah, wie das glitzert, ey. Oh. Was soll denn das schon wieder? Bitte? Da hinten den Schwerlast können sie auch einlagern, ne? Ja. Die beiden, die genau da stehen. Ja, Finchi? Ja, lass laufen. Boah, wie das glitzert, ne? Und die Zugmaschine auch wahrscheinlich, ja, ne? Ja. Chefin, das glitzert, ne? Ja, Herr Hoxton, es glitzert. Schön. Wunderbar. Schön glitzert halt. Jo. Vielleicht sollten Sie doch kein Dunkelbier trinken. Ich sollte aber vernünftiges Bier trinken. So. Macht ihr den letzten auch noch? Sind alle vier. Hey, Tascha? Mhm. Jo, alles klar, also runter hier. Jetzt macht er gleich wieder Katsching. Oh. Oh. Hey. Was ist denn hier? Falsche Seite. Der Kübel hängt in der Luft. Der Kübel hängt in der Luft. Kriegst du den Angang? Ja, hab ich wieder dran. Super. Fertigwände. Hat so früh Katsching gemacht. Scheiße, wir müssen jetzt einen Auflieger haben. Wir haben sie doch hier. Ah jo. Soll ich Fertigwände holen? Ja, machen wir mal bitte. Okay. Ich lad mal eben ab. Komm mal mit. Ja, kommen Sie mal mit. Moment, muss ich mal kurz. Finchi? Jo. Wir sind sofort da, ne? Ja.
Ich muss eben einmal markieren, weil die ist ja eigentlich nicht weit weg. Die ist hier vorne. Wie gut, dass die hier um die Ecke ist. Eigentlich hätte ich hier gerade markieren brauchen. Okay, und go. Siebenmal fertig. Insgesamt 14 Fertigwände müssen wir setzen. Wir fahren die Straße jetzt bis zum Ende durch und dann ist da schon das Werk. Ui! Marille! Herr Hoxton? Mhm. Wissen Sie, mein Neffe schrieb mir gerade, wie man den Anrufbeantworter auf einem Handy abrufen kann? Ja. Wissen Sie, wie das geht? Das weiß ich. Wie denn? Indem Sie in Ihrer Dings gucken, bei Ihrem Anbieter oder im Telefonbuch. Sie haben ja ein Telefonbuch am Handy. Ja. Und da steht dann meistens immer Anrufbeantworter. Oder Mailbox, wenn Sie sie eingerichtet haben. Wenn andere Leute da drauf gesprochen haben. Ah ja, alles klar. So, ich kaufe mal an dem Moment, stopp. Ja. Ich muss ja erstmal. Moment, wenn ich die jetzt kaufe? Dann müsste der Auflieger ja schon da sein. Bin mal gespannt. Und? Hä? Das war ja wieder klar, da steht ja nichts. Ich muss erst einen Auflieger leihen. Blöd, Mann. Ich hab's vergessen. Guten Tag. Ich hätte gerne noch mal kurz einen Leihauflieger. Genau. Jo. Und dann hätte ich gerne einmal Fertighauswände. Hat das jetzt geklappt? Ja. Scheint geklappt zu haben. Okay. Dann laden wir sie auf. Ja, oder steht da ja. Alles klar. Ja, ich bin. Okay. Aufsatteln. Oh, scheiße. Das war zu schnell. Ich bin gleich da. Jawohl. Willst du wieder auf Straße? Bar parkst du, ne? Ja, ja, klar. So, ich bin auf dem Weg. Eieieiei. Ich hab gedacht, wer weiß, was jetzt kommt. Aber da gleich mit dem Gartenbaucenter, scheiße, das ist aber echt, ey, und das ist ja weit weg. Das Sägewerk, ja. Ne? Das stimmt wohl. Das ist mal nicht so leicht. Na, wartet der Herr Finch schon? Warten Sie, ich mach die Ladung frei. Jawohl. Ich kann das schon mal abkoppeln. Ja, können Sie auch schon mal machen. Aber ich weiß nicht, ob Sie so mit der Zugmaschine jetzt da rauskommen. Ja, ja, wir werden sehen. Das kriege ich hin. Boah, Herr Finch ist schon dabei. Gucken Sie sich das an. Ja, der ist schnell, der Junge, ey. Wir sind sowieso von der wahnsinnig schnellen Truppe, merke ich gerade. Ja.
unglaublich hier. Ratzfatz geht das, ne? Und das Haus wird interessant. So eins hatten wir noch nie gebaut. Wir müssen ja das Fundament mal anschauen. Chefin? Ja. Hier kommt aber was durch, ne? Hier ist ein bisschen Boden und so, ne? Ja, hier auch. Da müssen sie vielleicht einmal ein bisschen kratzen. Ja, ja, gut, das wird sich gleich legen. Wahnsinn. Ja. Oh. Ja, Finchi, dann würde ich mal sagen, dann hau mal rein, ne? Lass mal schweben, Junge. Hey. Oh. Was denn? Nichts. Ist gerade nur was Komisches passiert. Was denn? Och. Sagen Sie mal. Nein. Die haben die Stütze. Da stehen ja nur die Wände. Hä? Seien Sie vorsichtig, bitte, oh wenn je. Sie auch. Das Gestell ist ja weg. Jo, was hat denn jetzt? Ich hab das Gestell verkauft. Oh. So früh, ich wollte eigentlich den Wagen verkaufen und hab das Gestell. Fangen Sie am besten von der Seite an. Und schön nach außen ja, wegziehen. Sieh doch mal, was ist das denn? Da fehlt doch was. Nein, nicht von der Mitte. Nein. Oh, das kann also nicht mehr anhängen, wa? Den äußeren kriege ich nicht. Dann versuchen sie gerade über den mittleren zu gehen und dann den gerade hochzuziehen, ohne dass die anderen kippen, sonst wird es nämlich lustig. Na gut, die kannst du ja trotzdem anheben, auch wenn sie kippen. Ah, jetzt hat er einen. Perfekt, gucken sie mal an. Gucken sie mal an, wie schön, wie das glitzert, wenn er den wegnimmt. Es funkelt in meinen Augen, sehen sie? Ja, das kann er. Das macht er richtig gut. Das macht der Finchi richtig gut. So, das sind jetzt das 5. Ist Wandgrundierung, alles klar. Ich mache mich schon mal auf den Weg zum Händler, ja? Mhm. Okay. Dann mal los. Ab in die Karre und los geht's. Wo ist er? Ich fahr schon mal los, ja? Ja, ich hab dich verstanden, Herr Huxen. Hoi. Ich kaufe aber erst, wenn es soweit ist, ne? Mhm. Weil, wie gesagt, also wir machen dann extra jetzt so, weil viele sagen, ja, warum kaufst du denn jetzt nicht jetzt schon und hin und her? Nee, lieber nicht. Genau. Wir wollen nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen. Jo! Mann, du Arschloch. Was ist das denn, wenn sie gestillt wird? Ja, gut, ich war ein bisschen zu voreilig. Oh, ist der umgekippt? Mhm. Entschuldigen Sie mir, bitte. Was macht da gut, der Herr Finch? Muss man ja so lassen. Das hat er drauf. Ja, er kann es halt, mein Gott. Was für ein Gebäude. So eins haben wir noch nie gebaut, ne? Nein, sag ich doch. Ganz neu. In unserem Dorfhimmel hier. So, ich bin schon beim Händler.
stelle die Karre schon mal hier hin. Und dann warten wir, bis der Bauabschnitter fertig ist. Aha. Den Bagger brauchen wir nochmal? Ja, ja, wir müssen noch einmal baggern. Ah, ich verstehe. Bei Schuttcontainer von der Baustelle. Ja gut, das machen wir dann, wenn das zu weit ist. Danach kannst du dann wieder zum Händler fahren, ne? Mhm. Ja, viele Materialien brauchen wir. Mhm. Das stimmt. Gießen, 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 baggern. Jo, vorletzter Abschnitt ist baggern. Und da müssen wir zum... So sieht's aus. So, Andrea. So, wir warten hier mal. Hier? Ja, wie hier? Ich warte, nicht? Ich warte hier am Baustoffhändler. Ich kann ja schon mal den LKW zum Fertigwandfabrik fahren, ne? Könntest du schon mal da abstellen, ja. Ist eine gute Idee. Finde ich. Ich bin ja auch die Chefin, die muss gute Ideen haben, ne? Oder sehen Sie das anders, Herr Hoxton? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Letzte Grüße kann gleich auch weg, Chefin. Ja, ich bin gerade am Fahren. Ich mache das dann gleich sofort. Finchi? Ja. Prost, ne? Prost. Prost? Denn jetzt Prost hier. Lecker. So, Sie müssen mir aber gleich noch sagen, was ich an Materialien kaufen muss. Ja. Damit ich das weiß, ne? Ja, das sage ich Ihnen dann sofort. Das ist super. Verkauf mal das letzte Gestell hier. So, Fishing. Okay. So, einmal Wandgrundierung. Dann kaufen wir jetzt einmal Wandgrund. Zweimal Isoliermaterial. Ja. Einmal Bitumen. So, einmal Wandgrundierung. Einmal, ne? Zweimal Isoliermaterial. Einmal Wandgrundierung, zweimal Isolier und einmal Bitumen. Okay, ich lade auf. Das hier mal an. Ah, hier ist die Treppe nach oben. Sehr schön. Und hier oben muss das jetzt alles raufgebracht werden. Ihr könnt ja gerne zu mir kommen, wenn ihr wollt. Ja. Ich habe nämlich eine Überraschung für euch. Sie haben eine Überraschung für ja, uns? Ja, ja. Was denn? Der Jupp liefert hier gleich was. Liefert der Jupp denn? Ja. Spießbratenbrötchen. Oh! Ganz frisch. Vom Grill. Mit frischen Zwiebeln. Oh, wo ist er denn? Ja, der kommt gleich. Der wollte Sie anrufen, Chefin. Mich anrufen? Ach ja, okay, dann werde ich mal mein Telefon im Auge behalten. Der fährt ja nur ein paar Minuten. Stimmt, so weit ist es ja dann nicht. Können wir hier lecker Pause machen. Außerdem haben wir für den Henning hier vom Bau, da bringt er auch noch was mit. Boah, der freut sich auch schon, der hat schon einen Sabber am Mund. Tja. Lecker Spießbratenbrötchen. Oh, das hört sich wirklich sehr, sehr gut an, Herr Hoxton, wenn Sie das so sagen. Macht er extra für uns. Ach, da kommt er doch schon. Gucken Sie mal. Ja, da ist er schon. Oh. Also, Mahlzeit. Mahlzeit.